Ja. Ist das eigentlich gefriergetrocknet oder wie ist das Nee, das zubereitet? ist nur gedörrt. Also die Insekten werden, jetzt kannst du auch das Video schon einspielen, wenn ich jetzt gerade über Insekten rede. Dann passt das gerade ganz gut. Ja. Also da sieht man das auch mal im Hintergrund. Das sind bei uns Soldatenfliegenlarven. Ihr hattet ja erzählt, dass ihr vorhin auch schon was geschickt bekommen habt. Ja, Waren das auch beim. Soldatenfliegen? Boah, das weiß ich nicht. Beim Barfen kommen jetzt nämlich auch immer mehr die Insekten. Ja, Aber wir sind da noch nicht so tief im Thema wie. ach, da sieht man die auch. Genau, das sind die Soldatenfliegen. Das ist das herkömmlichste im Moment, was bei Petfood eingesetzt wird. Genau, die werden, wie man das jetzt auch gleich sieht, in so riesen Containern, das gelagert in so Blechen. Da sind 200 Kilogramm Ansätze drin mit Larven und Fütterung. Und die wir züchten 3 Wochen ungefähr, bis sie dann ja, erntereif sind, so nennt man das, Ja. also kurz vorm Entpuppungsstadium. Das sieht man auch, dann werden die dunkel und dann ist das kurz bevor die sich entpuppen. Und da werden die quasi dann geerntet. Ja, da Ist sieht man das hier das in jetzt auch mal. Deutschland? Ja, das ist in Leipzig, Made by Made arbeiten wir zusammen. Die gibt es jetzt Cool. auch seit 2018, glaube ich, erst. Mit denen haben wir quasi das von Grund auf mit gestartet. Die haben jetzt 1400 Quadratmeter umgebaut in so eine Riesenhalle, wo die, wie gesagt, diese Container stapelweise mit diesen Blechen Wow. haben. Und genau, die Larven werden dann einfach nur am Ende separiert von dem Ansatz, wo die drinnen leben und fressen. Das ist auch wirklich immer nur ein Ansatz. Und dann werden die gedörrt. Werden die mit Möhren und so auch gefüttert? Genau. Also die werden grundsätzlich da Das mit sieht aus wie Rest. das, was bei uns in Mix kommt. Ja, das sind Reststoffe von sämtlichen Höfen. Also alles, was sonst nicht als schön verkauft werden kann, wird da verwendet als Reststoff. Das ist hauptsächlich aber Weizen, Karotten etc. Und da haben wir jetzt mit Made by Made ziemlich lange dran gearbeitet, weil wir sagen, okay, wir wollen kein Gluten im Endprodukt zusetzen, also wollen wir auch die Insekten glutenfrei ernähren. Das war Ja. schon eine Herausforderung, weil die Larven da nicht so wollen, wie wir das wollen. Wenn das mal ein bisschen zu nass ist, dann rennen sie da gleich weg. Und das hat schon echt gedauert, bis wir dann so weit waren. Und bei uns ist ja auch noch der Fokus, dass wir sagen, okay, wir haben diese besonderen Zusätze, wie es so innen ist. Also hier ist zum Beispiel jetzt ja im Endprodukt Banane Chiasamen drin, dass wir diese Zusätze nicht nur im Endprodukt drin haben, sondern auch schon die Insekten damit füttern. Dadurch haben wir dann verschiedene Insektenfarben im Endprodukt, also von den Mehlen. Verrückt. Ja, Das das ist wie wusste ich mit. auch nicht. Wie mit Flamingos. Ja, genau, oder Eigelb von Hühnern, das Ja, kann das man ja auch stimmt. dadurch beeinflussen. Ja. Wir haben dann Spinat und Hanf, da ist das leicht grünlich, das Mehl. Dann haben wir Cranberry Verrückt. Käse, da ist das rötlich. Und bei Bananenschia ist es halt gelblich. Also man sieht immer leichten Farbnuancen zu dem Standardmehl. Und dadurch haben wir dann verschiedene Farben in einem Produkt. Habt ihr denn aber auch irgendwie so Insektenprofis, die euch das mit, oder habt ihr euch das so richtig ausgedacht? Nee, wir machen das ja mit Made by Made zusammen alles. Und die Und Fütterung und sowas, das habt ihr mit genau. denen zusammen Ja, weil entwickelt. ich Okay. habe ja keinen Einfluss drauf. Die müssen ja auch sehen, dass die auch trotzdem noch groß genug werden, dass Ja, die auch die Masse erreichen in derselben stimmt. Zeit.